Also ich werde jetzt bestimmt gleich wieder angegriffen werden. Das ist aber okay. Praise the sun. Nein, nicht in einer dunklen Ecke. Außer es ist eine sehr dunkle Ecke, dann ist es wieder lustig. So, nicht nie. Das heißt, ich passe meine Ausrüstung jetzt mal Nahkämpfern an. Oder wie? Da ist es schon. Durch den Hartstahlring da. Zauber sind auch okay. Ja, Schweiß ist doof. Das bräuchten wir nicht wirklich. Aber okay, gucken wir mal rein. Und ich hoffe mal, dass es nicht wieder zwei auf einmal sind. Das ist dann ein bisschen, ne? Doof. Oh. Hallo? Trink. Ganz schön viele von euch komischen Typen hier. Oh. Trink. Lauft mal einfach ein bisschen. Das ist der nächste. Ich sollte nicht irgendwo. Die treffen auch noch tierisch gut. Trink. Es ist keine schöne Ecke hier. Oh, Armbrust. Her damit. Ja, und jetzt werden wir invasiert. Ist okay. War es jetzt ein Spieler oder war es ein NPC? Das weiß ich gar nicht. Was bist du? Was auch immer du warst, du hast mich umgebracht. Krasse Ecke. Extrem krasse Ecke. Vielleicht sollte ich doch den Eid beitreten, so als Opportunist. Dürfte ich bitte weitermachen? Ah, okay. Ich muss einfach nur taktisch vorgehen. Ich muss wirklich aufpassen, dass ich nicht zu viele von denen auf einmal bekomme, weil die sind recht stark. Nein, sie sind nicht stark, sie sind nur nervig, weil irgendwie treffen die wesentlich besser. Also die haben so einen Kurzbogen, die Zwerge. Warum kommst du jetzt schon? Ich bin noch gar nicht in eurem Gebiet. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. So. Da hinten ist einer. Kann ich dich von hier aus schon irgendwie... So. Nee, ich wollte dich. Kann ich dich pullen? Nee. Ich höre Bewegung. Hier ist keiner, okay. Schön an den Rand und den jetzt versuchen zu bekommen. Ah, der kommt schon von alleine. Wackel, 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 wackel. Schön gerade liegen, die auf mich zulaufen. Das ist super. Okay. Und wenn jetzt wieder dieser Ashley-Typ kommt, ist definitiv ein NPC. So, ich guck mal, ob hier hinten noch irgendwas ist, was mich anfallen könnte. Da ist ein Typ mit zwei Händen. Hier war irgendwo noch ein Magier-ähnlicher mit so einem Stab. Den suche ich gerade. Dass der mir nicht in den Rücken fällt. Vielleicht sind die auch einfach alle random. Das könnte natürlich auch sein. So. Genau, du. Oh oh. So. Weg. Da hinten einer mit dem Schild. Das ist nicht gut. Aber hält nicht so super viel aus. Sind jetzt gerade im Zweihandmodus. Sehr schön. Weg. Cap um. Fast 1000 Seelen. Sehr gut. Finstergeist voraus. Deshalb versucht totstellen. Vorsicht vor Phantom. Okay, das kommt aber wohl nur, dieser Ashley-Typ, wenn ich menschlich bin. Oder?
Oder hätte ich das machen müssen, bevor ich in dem Gebiet hier bin? Ja, sieht fast so aus. Schade. Aber ich werde später eh nochmal einen Run machen müssen durch fast die komplette Spielwelt in menschlicher Form, um zu gucken, ob ich irgendwo irgendwas verpasst habe. Was, stopp. Erstmal lesen. Was haben wir hier? Finstergeist. Okay. Glocke geläutet. Da drüben ist auch noch eine. Kann ich die auch läuten? Ah, da hinten ist ein Gitter aufgegangen. Also musste ich das sogar. Des Geistes von Wahahabaka. Du bist ein Spieler. Wo bist du? Da bist du. Oder bist du einfach ein durchgeknallter NPC? Ich dachte, du bist ein durchgeknallter NPC. Falsche Taste. Ein Ausweicher. Ich mag keine Ausweicher. Willst du jetzt 5 Minuten lang mein Geschossen ausweichen, oder wie? Und bleib jetzt stehen. Ja, siehst du, ich kann auch ausweichen. Und das Toxin-Ding hat ihn trotzdem nicht getroffen. Was war das jetzt? Oh oh. Jetzt kommt der NPC. Sehr schön. Ich hoffe, der greift auch ihn hier an. Nee, er greift mich an. Und er trifft mich, obwohl ich nicht da bin, wo er mich hätte treffen können. Jetzt rollen sie beide und treffen mich in der Luft. Genau. Okay, wo sind meine Heiltränke? Und sie sprechen sich ab. Naja, nicht wirklich. Der NPC ist einfach links rumgegangen und der Spieler rechts rum. Das war jetzt doof. Vor allem habe ich jetzt doch wieder den Ashley bekommen. Aber genau im unpassenden Zeitpunkt überhaupt. Ich habe gesagt, was. Und die ganzen schwarzen Viecher sind jetzt wieder da, richtig? Das heißt, wenn ich da jetzt wieder reinlaufe als Mensch, sind die schwarzen Viecher wieder da, es kann wieder der NPC kommen und die Spieler. Das ist eine echt garstige Ecke und ich sollte mal die Zauber ändern. Obwohl, die Zauber sind ausgelegt für einen Boss. Warte. Also da hoch scheint ein anderes Gebiet zu sein. Da ist wieder so ein Glockending-Gebiet, PvP-Gebiet. Ich springe jetzt mal von hier aus zu dem Leuchtfeuer 5 Minuten weiter unten. Das da. Weil von hier aus können wir nicht zurück zu dieser schwebenden Plattform, wo die Lava drunter ist und so weiter. Genau hier. Du da hinten, du warst garstig. Dich ignorieren wir. Und die Schildkrötenviecher da hinten. Der eine haut auf den Boden. Komm, lauf schneller hin. Okay, so geht's auch. Und irgendwo kriege ich gleich wieder einen Pfeil in die Seite, glaube ich. Okay, das ging nochmal gut. Ja, also ich... Geh weg. Also ich könnte jetzt wieder hier hoch und dann wieder zu dem Glockengebiet, aber das will ich ja gar nicht. Ich will zu der Nebelwand und gucken, ob da noch ein Boss ist. Weil ich habe ja gerade die ganze Zaubergeschichte so hin platziert, dass ich den Boss gut bekämpfen kann.
kriegen wir dich da hinten? Ja. Au. So, dich haben wir. Ich weiß echt nicht, was sie ohne das Fernglas gemacht hätte. Das ist super. Okay. Du bewegst dich sehr komisch, aber es kann gut sein, dass die KI verunsichert ist von den Plattformen. Weil die sehen so aus, als könnten die runterklappen. Oh, ich hätte vielleicht die Ketten anschießen können. Aber, aber dann komme ich da nicht mehr rüber. Das bringt mir ja auch nicht wirklich was. So, du da unten. Hallo? Weg. 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 Da unten können wir regulär hin und da hinten ist so ein Funkelding. Ich habe nur den Verdacht, dass das Funkelding gleich wieder sich da runterstürzt. Und dann nicht mehr zu erreichen ist. Aber gucken wir einfach mal. Also Funkelding. Ah, hat sie runtergestürzt. Schade. Falle voraus, unten. Was? Das ist eine Druckplatte, ja. Das ist garstig, okay. Ich hoffe, das hört gleich mal auf. Scheint nicht aufzuhören. Weh, du bist ein Instant-Tod-Ding. Ist da hinten überhaupt irgendwas Interessantes? Also ja, da ist die Kiste, aber da müssen wir wieder durch die Lava durch. Rittergamaschen. Ja, da ist ein Loot-Ding. Könnte... Ja, ich versuche mal von hier aus darauf... Bedauern. Was? Dich löse ich jetzt mal nicht aus. Dich löse ich auch nicht aus. Dich benutze ich. Dann gehe ich wieder zurück. Nehme schön Anlauf. Und laufe jetzt gerade auf die... Ja, sehr gut. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Okay, weiter, weiter, weiter. Du da musst sterben. Du musst immer noch sterben. Da ist ein Feuerspucker, da ist noch so ein Dicker. Den kann ich von hier anhauen, denke ich. Jo. Kannst du durchs Feuer laufen? Ich guck mal. Ja, weil du Glück hast und gerade zu dem Zeitpunkt das Feuer weg war. So, weg. Haben wir da irgendwas Lootartiges? Könnten die Wand checken. Ich mach mal Blitzschweiß. Es kommt gar nicht so weit, ne? Nee. Wozu sind die da? Also ja, es sieht ganz schick aus, aber... Ne, kann ich nicht benutzen. Komisch, komisch. Keine Wände, Secret-Wände, nein. Große Seele, Klosteramulett. Was macht ein Klosteramulett? Und unter was fällt das? Es ist kein Ring. Es wird irgend so ein kleines Ding sein wie hier. Wie so ein Talisman. Oder da oben? Drachenamulett, Klosteramulett, Heiltgift, ja, ne. So, Nebelwand. Ich hätte gerne... Ja, sieht alles okay aus. Rein da. Kein Boss, sehr gut. Also, eigentlich nicht gut. Wir brauchen ja Bossseelen und so, aber ja. Vorsicht vor links und dann oberhalb. Links. Oh. Strauchel und... Strauchel und komm. Ja. Was wird hier gemacht? Ketten, die in Lava rein und raus führen, aber nichts rein und raus bringen.
geht's runter. Aber der Steg da oben sieht verdächtig aus. Das ist gar kein Steg, das ist ein Stahlträger. Okay. Enge Korridore und... Oh! Hallo, kleiner Mann. Was? Das war vollkommen falsch. So. Treffen nicht. Au. Geh weg da. Geh raus da. Heil dich. Lauf weiter hoch und versuch dann runterzuschießen. Eins und zwei und Quatsch. Ja. Da. So. Die Wände hier sehen sehr, sehr ungemütlich aus.